Jetzt in Go. Schon gefahren, der Toyota Corolla Cross. Außerdem, wir testen den Nissan Ariya. Und Go sitzt am Steuer des Cupra Urban Rebel Racer. Go. Powered by Turmöl. SUVs gibt es ja wie Sand am Meer und besonders im Kompaktsegment hat jeder, oder besser gesagt, nahezu jeder Autohersteller ein Modell. Bis auf Toyota. Die hatten bis jetzt nichts. Doch das hat jetzt ein Ende, denn Toyota bringt den Corolla Cross. Toyota bietet in Österreich mittlerweile 25 unterschiedliche Modelle an. Doch eines hat gefehlt. Ein SUV im Kompaktsegment. Bis jetzt. Und das ist er, der Corolla Cross. Schaut relativ wenig wie ein Corolla aus. Liegt daran, dass Toyota ein wenig Abenteuer ins Blech gebügelt hat. Und für Abenteuer bin ich ja auch immer zu haben. Aber sehen wir mal, ob er mit dem Abenteueralltag auch zurechtkommt. Doch bevor ich damit aufbreche, zur Optik des Corolla Cross. An der Front macht sich ein ziemlich großer Kühlergrill breit. Er verströmt eine Portion Robustheit. Dazu Anbauteile aus Gummi, an den Seiten und am Heck, für den Outdoor-Look. Toyota hat auch die ein oder andere Kante in das Blech gezogen. Sie vermitteln eine gewisse Strenge, die man so im ersten Moment von einem kompakten Toyota gar nicht erwartet. Generell ist der Corolla Cross überraschend eigenständig ausgefallen und über Geschmack lässt sich natürlich streiten. Doch ich muss zugeben, mir gefällt er. Doch weg von den Oberflächlichkeiten und ab zum Techniktauchen. Der Corolla Cross, mit dem ich unterwegs bin, ist natürlich ein Hybrid. Doch der hier hat noch dazu Allradantrieb. Das bedeutet, verbaut ist ein 2 Liter Vierzylinder Benziner mit 152 PS. Dazu gibt es eine E-Maschine, die in der Spitzenleistung 83 kW abgibt. Und zusammengespannt ergibt das eine Systemleistung von 197 PS. Jo, schöne Sache, da ist man mal definitiv nicht untermotorisiert. Auch wenn sich der Toyota Corolla Cross wohl vorwiegend im urbanen Gebiet wiederfinden wird, ist das Plus an Sicherheit durch den Allradantrieb nicht abzustreiten. Besonders auf nassen bzw. glatten Straßen greifen 4 angetriebene Räder helfend unter die Arme. Somit wäre auch klar, dass der Corolla Cross trotz SUV-Optik und Allrad kein Offroader ist. Doch keine Angst, für die ein oder andere unbefestigte Straße reichen seine Talente trotzdem. Der Corolla Cross ist dank seiner Motorisierung durchaus agil und Fahrfreude ist ihm auch kein Fremdwort. Doch im Grunde geht es hier ja um etwas ganz anderes. 0 auf 100 geht im Corolla Cross in 7,7 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 180 km/h. Ich denke, das reicht für einen Führerscheinentzug, nämlich auch auf der Autobahn in Österreich. Doch das ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass er wenig verbraucht und Toyota gibt dann, oder besser gesagt, der WLTP-Test sagt maximal 5,3 Liter auf 100 Kilometer. Also maximal in dem Test, im echten Leben wären es wahrscheinlich 6. Ein Verbrauch, der ohne jegliche Anstrengung erreicht werden kann. Dafür sorgen auch Dutzende Bit und Bytes im Auto und die grundsätzlich komfortable Fahrwerksabstimmung. Zusammengefasst ist er ein flotter Gleiter und zum Glück kein harter Heizer. Das Interieur ist auf Familientauglichkeit getrimmt. Der Corolla Cross bietet viel Platz und klug gewählte Materialien. Nämlich die, die auch unter gröberer Behandlung durch Kind, Hund und Krempel nicht sofort mit Kratzern und Schürfern überzogen ist. Dabei griff Toyota trotzdem nicht mit beiden Händen in das Hartplastikregal, sondern hat die neuralgischen Punkte mit clever gewählten Materialien versorgt. Der Toyota Corolla Cross ist natürlich voll mit Sensoren. Und sei es jetzt irgendwie auf der Autobahn, in der Stadt oder auch beim Einparken, überall spielen Bits und Bytes und Sensoren eben mit. Und dieses System hat Toyota zusammengefasst unter dem Begriff T-Mate. Das T steht wahrscheinlich für Toyota. Mate aus dem Englischen heißt so viel wie Kamerad. Und dieser Kamerad ist ein unaufdringlicher, was für japanische Verhältnisse sehr seltsam ist.
er piepst mich nicht permanent an. Das tun nämlich japanische Autos sehr gerne. Der Kamerad, also der Teammate, darf also sehr gerne bei mir Beifahrer spielen. Ein Japaner, der nicht ständig piept, einem nicht die Haare vom Kopf frisst und trotzdem mit anständig Leistung, Platz und Allradantrieb kommt. Solche gibt es überraschend wenige am Markt. Und genau darin liegt auch die große Chance von Toyota. Kurz zusammengefasst, der Corolla Cross ist das Auto, das Toyota dringend gebraucht hat. Denn in Österreich wollen scheinbar alle SUVs und ausgerechnet vom Corolla gab es keinen. Der RAV4 ist zu groß, der Yaris Cross vielleicht zu klein. Und jetzt ist diese Lücke geschlossen. Und zwar, voilà, mit dem Corolla Cross. Nissans neues Elektrowunder heißt Ariya und Ariya soll Nissan in Lichtesphären bei den Verkaufszahlen führen. Und ich möchte das Nissan auch ganz gern glauben, nur gefahren bin ich noch nie einen. Bis jetzt. Elektrisches aus Japan ist immer etwas Besonderes, denn dort denkt man die Elektromobilität auch gerne mal anders an. Eine echte Erstbegegnung, und zwar für mich mit dem Nissan Ariya, denn den kannte ich bisher eigentlich nur aus der Zeitschrift, online und auch aus dem TV, nämlich von meinem Kollegen Andi. Der hat sich jede Möglichkeit geschnappt, um damit eine Runde zu fahren. Jetzt bin ich dran und ich muss zugeben, meine Erwartungen sind sehr hoch und ich hoffe wirklich inständig, dass der Ariya denen auch standhält. Und dazu legt sich Nissan ordentlich ins Zeug. Denn schon allein bei der Optik macht Nissan alles anders als beim Rest der Nissan-Modellpalette. Der Ariya ist eine Mischung aus SUV, Family Van und Kompaktfahrzeug. Somit ist er ein Crossover im eigentlichen Sinn. Das Design findet zwar im Rahmen der Nissan-Designsprache statt, jedoch sind Zitate an andere Erfolgsmodelle der Marke sehr zurückhaltend. Am ehesten könnte man noch am Heck die ein oder andere Interpretation des Qashqai entdecken. Dazu benötigt es jedoch bereits eine sehr große Portion Fantasie. Und man kann sich das eigentlich auch sparen. Denn der Ariya sieht als Gesamtkonzept zwar außergewöhnlich, aber auch außerordentlich gut aus. Doch was den Ariya im eigentlichen Sinne bewegt, ist nicht der Look, sondern natürlich die Technik, die unter der Karosserie steckt und die nackten Fakten dazu. Immer ein heißes Thema ist die Reichweite und die Ladeleistung. Also bei der Reichweite, da ist die Spreizung relativ breit, nämlich von 420 bis 530 Kilometer. 530 Kilometer Reichweite gibt es, wenn man die große Batterie nimmt mit Frontantrieb. Das wären dann 242 PS und 300 Newtonmeter. Ich glaube, damit findet man schon ganz gut sein Auskommen. Das wäre auch meine Wahl. Da brauche ich keinen Allrad, sondern da reicht der Frontantrieb, wenn ich 520 Kilometer komme. Oder bleiben wir realistisch, 480 Kilometer. Das ist schon ein guter Wert. Die möglichen Batteriekapazitäten belaufen sich übrigens auf 63 oder 87 Kilowattstunden. Und das Leistungsspektrum der Motoren spreizt sich in vier Stufen von minimal 218 bis maximal 394 PS. Das Topmodell spurtet dank Allradantrieb in überaus flotten 5,1 Sekunden auf 100 km/h. Das Fahrverhalten meines Testwagens ist ideal neutral ausgelegt und lädt zum flotten Gleiten auf. Am besten beschreibt man die Manieren des Nissan Ariya wohl mit einem guten Mix aus Agilität und innerer Ruhe. Kommen wir zu den Pros und Kontras vom Nissan Ariya. Also Pro, positiv. Es ist super Design, man hat hinten wirklich sehr, sehr viel Platz, tolle Materialien. Und jetzt zu den Kontras, weil wo Sonne ist, ist auch ein bisschen Schatten. Und da gibt es nicht viel zu klagen, außer die Tasten, die hier eingelassen sind. Also dadurch, dass das alles nahtlos ist, muss man immer runterschauen, wenn man eine erwischen will. Und das ist besonders fordernd, wenn es um die Fahrmodi geht, weil der Taster ist hier. Und wenn ich das unterm Fahren bedienen will, muss ich jedes Mal nach unten schauen. Das finde ich jetzt nicht so gut. Vor allem, man könnte es ja auch am Lenkrad irgendwo verstecken. Das ist ja heute auch keine Hexerei. Zur Ehrenrettung sei gesagt,
dass die meisten Autofahrer die Fahrmodi nach dem Neukauf intensiv ausprobieren, doch nach der Gewöhnungszeit im Standardmodus bleiben werden. Dagegen spricht auch nichts, da dieser besonders ausgewogen gestaltet wurde. Noch ein Wort zum Interieur. Damit hat Nissan sich eigentlich auch ein wenig selbst übertroffen. Denn nicht nur, dass sie einen neuen Designweg eingeschlagen haben, haben sie auch neue Technologien und eine hervorragende Materialtiefe einfließen lassen. Nissan hat mich mit dem Ariya also nicht enttäuscht und meine Erwartungen überraschend gut getroffen. Meiner Meinung nach ist der Ariya nicht weniger als die Zukunft von Nissan und auch der nächste logische Schritt, denn mit diesem Fahrzeug zeigen sie auf, dass sie den Pionierstatus zu Recht verdienen. Und so verlieren sie auch nicht den Anschluss an den Markt, denn die Ingenieure haben ganze Arbeit geleistet und ein Top-Fahrzeug auf die Räder gestellt, das aber trotzdem nicht den Fokus auf die Realität verloren hat. Die schönsten und besten Nachrichten gibt's nur im Newsflash. Der Go Newsflash, powered by Fredestein. Die italienische Marke Abarth läutet eine völlig neue Ära ein. Und zwar rein elektrisch. Der neue Abarth 500e ist nicht nur der reaktionsschnellste, sondern auch der erste rein elektrische Abarth im Stadtverkehr. Dank einer verbesserten Gewichtsverteilung, eines höheren Drehmoments und eines breiteren Radstands schneidet die Elektroarchitektur des 500e sogar besser ab als der Benziner des Vorgängers. Der Abarth 500e ist mit einer 42 Kilowattstunden großen Batterie ausgestattet. Als Ladeleistung werden bis zu 85 Kilowatt angegeben. Der Elektromotor leistet 155 PS und soll den Abarth 500e in 7 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. Möglich machen es bis zu 235 Newtonmeter Drehmoment. Der Abarth 500e basiert zwar auf dem Fiat 500e, wurde aber für seinen Dienst als Abarth tiefer gelegt und verbreitert. Ob er fahrdynamisch hält, was er optisch verspricht, wird ein künftiger Test zeigen. Es gibt ja unheimlich viele Möglichkeiten, Umweltschutz zu betreiben. Zum Beispiel Müll trennen, das macht ja hoffentlich eh schon fast jeder in Österreich. Oder man fährt besonders sparsam mit dem Auto. Oder, ein bisschen absurder, aber gar nicht so verkehrt, man setzt auf das richtige Scheibenwischwasser von Genol. Umweltschutz geht uns alle etwas an und man kann auch mit kleinen Umstellungen etwas bewirken, zum Beispiel mit dem Verzicht auf Einwegplastik. Einwegplastik ist umwelttechnisch eine absolute Katastrophe. In den Weltmeeren schwimmt so viel davon herum, dass wir gefühlt, wenn wir so weitermachen, in 10 Jahren von Europa nach Amerika zu Fuß gehen können. Genol hat sich da was Feines überlegt. Eine Idee, mit der alleine man rund 500 Tonnen pro Jahr Einwegplastik sparen kann. Es geht um den sogenannten Scheibenreiniger-Dispenser, also die Möglichkeit, die Flüssigkeit via Zapfsäule zu tanken. Abhängig von der Witterungslage verbrauchen die Österreicher 18 bis 20 Millionen Liter Scheibenreiniger. Eine ganze Menge. Genol rechnet durch den Verzicht von Kanister und Beutel mit einer Ersparnis von 500 Tonnen Kunststoff jährlich. Umweltschutz wird natürlich immer wichtiger, das Thema Nachhaltigkeit auch für uns. Ja, wir sind ja doch Teil des Raiffeisen-Warenkonzerns. Projekte, die das Ziel haben, Einwegplastik zu vermeiden, sind für uns ganz, ganz wichtig, um hier auch ein gewisses Statement zu setzen. Wir machen das mit dem Ausbau der E-Mobilität, aber eben auch auf unseren konventionellen Tankstellen wollen wir natürlich hier das Service rundherum immer nachhaltiger gestalten und die Dispenser sind hier ein ganz, ganz wichtiger Ansatz für uns. Die Kunden sind durchaus angetan. Die Flüssigkeit ist schon perfekt auf die Saison abgestimmt. Also saisonales finde ich auch super. Ich brauche jetzt nicht mehr wirklich drüber nachdenken. Ist es jetzt Sommerflüssigkeit, ist es Winterflüssigkeit? Das ist quasi schon direkt eingefüllt und ich kann das so benutzen, wie es einfach da steht. Und wie es dazu gekommen ist, dass die Dispenser im Einsatz sind, haben wir natürlich auch nachgefragt.
Hersteller ist die Firma Ecotank in der Slowakei. Die Firma Ecotank hat uns dieses Konzept Ende 2018 das erste Mal vorgestellt. Wir waren eben auf der Suche nach Innovationen für unser Tankstellennetz, wie wir unseren Tankkunden eben noch mehr Service an unseren Tankstellen anbieten können. Es hat dann bis gut 2 Jahre gedauert, bis wir die Dispenser für den österreichischen Markt, also auch für die Gesetzgebung, soweit adaptiert hatten, bis wir auch die Betriebsgenehmigung bekommen haben. Und seit jetzt ungefähr 2 Jahren haben wir die ersten Pilotdispenser in Österreich sehr, sehr erfolgreich im Einsatz. Bis Ende des Jahres werden 30 Dispenser in ganz Österreich aufgestellt sein. Im ersten Step im Tankstellennetz von Lagerhaus Genol, Turmöl und OMV. Aber auch allen Tankstellenbetreibern sowie Betreibern von Waschplätzen oder auch E-Ladehubs stehen die umweltfreundlichen Dispenser künftig zur Verfügung. Dadurch wird nachhaltig Einwegplastik gespart und den Kunden das Nachfüllen erleichtert. Ziel ist es, ein flächendeckendes Netz dieser innovativen Lösung in ganz Österreich anzubieten. Dabei wurde im gesamten Konzept auf Nachhaltigkeit geachtet, wie auch die Befüllung der Dispenser zeigt. Diese erfolgt klimaneutral via Elektro-Lkw vom Logistikpartner DP Schenker. Die weiteren Vorteile, ich batze nicht aus, ich tanke genauso viel rein, wie viel ich brauche und damit habe ich auch keinen halb leeren oder, wir sind ja Optimisten, halb vollen Kanister irgendwo im Kofferraum herumkugeln. Hinter mir steht der Way Coffee 1. Ein Auto, das es in Österreich noch nicht zu kaufen gibt, aber wir haben trotzdem schon alle Informationen und die gibt's in einer kommenden Folge von Go. Doch jetzt heißt es erstmal dranbleiben für diese Themen. Gleich in Go. Wir fahren den Cupra Urban Rebel Racer. Also unbedingt dranbleiben. Go wird präsentiert von GoDrive. Alle Autos auf einen Klick.